Jojo, moin moin, herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Heute das zweite Spiel in meiner kleinen Aufnahmesession hier gegen den VfL Bochum. Es geht im DFB-Pokal um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Letztes Spiel haben wir klar gewonnen, 4-0 in Mannheim. Gerade gesehen, die Tabelle der, die Runde der ersten, das Ergebnis der ersten Runde ist 3-0 gewesen. Jetzt geht es wie gesagt gegen Bochum. Eine Partie sehen wir uns auch kurz eben an. 2000 Magdeburg, Werder Bremen gegen Darmstadt, Wolfsburg, Heidenheim, Hoffenheim gegen Düsseldorf, Ingolstadt, Hertha, Dynamo Dresden gegen Union, Freiburg gegen Nürnberg, Mainz, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Gladbach, Stuttgart und Augsburg empfängt die Bayern. Und dann die letzten Partien: Hamburg, Bielefeld, Schalke, Leverkusen, Duisburg, Köln, Fürth, Regensburg. Also da unten ein kleines Derby. Ein bayerisches, fränkisch-bayerisches Derby, sagen wir es mal so. Aber deswegen gucke ich mal auf uns. Hauptsache, wir kommen irgendwie in die nächste Runde. Vielleicht schaffen wir die kleine Sensation. Es wird natürlich wieder ein bisschen Geld in die Kasten spülen. Aber das wäre. Ja, das wäre cool. Mal gucken. So. So. Na dann, auf geht's ins Match. Dieser Bochum wird natürlich eine andere Hausnummer werden, als das, was wir bisher hatten. Ich muss jetzt gucken, wie es noch fit ist, weil zu 100% ist auch nicht alles fit. Deswegen hüpfe ich, lasse ich wieder Limnior spielen. Ich will Kolber tatsächlich als Pokaltorhüter reinsetzen. Ja, Horn ist gut gewachsen. Also wie so plus, jetzt glaube ich plus 3 oder 4, also steht plus 5 da. Ne, plus 5 ist er doch tatsächlich. Ja, super, top. Wert auf jeden Fall plus 5. Wir sind gerade wie gesagt, gerade im Drittel der ersten Drittel der Saison. Also der kann, wenn der wirklich weiter so geht, aber die hier mit 48 rausgehen. Und nach und nach wachsen. Ja, mega Potenzial hat er. Ich komme auch über 90. Und bisher läuft's. So. Rein ins Match. Wechsel durch. Wie gesagt, zwei Positionen ändern wir wieder mal. Den Keeper raus. Und Engelhoff darf mal wieder von Beginn an gegen den VfL Bochum. Das wird alles anders einfach. Das ist ein Bundesligist. Also zwei Klassen über uns. Und dann schauen wir mal. Na dann, auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Ja. Könnte spannend werden, Buschi. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Ja, wie es dann aussehen sollte, wir können nur verlieren. Wir werden, beziehungsweise alle trauen zu das Ding nicht zu. Aber wie gesagt, ich möchte die Überraschung schaffen. Und vielleicht kriegen wir das rein. Aber wie gesagt, abwarten. Das ist nach wie vor. Wie gesagt, das ist ein Pokalspiel, das ist natürlich alles möglich. Ich soll schon deutlich krassere Sensationen gegeben haben. Wir wollen der nächste Teil davon sein. Es wäre eine Sensation, wenn wir weiterkommen würden. Punkt. Bochum ist und bleibt Favorit. Und vielleicht auch das kleine Bayreuth, der kleine Dorfverein hier, den Aufstieg in die dritte Pokalrunde. Ja, das ist das große Ziel, das wollen wir machen. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf, da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität.
Ich habe durch zweimal gesagt. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Ich habe zwei Wechsel, wie gesagt, vollzogen. Bochum wird anstürzen auf jeden Fall hier. Wie gesagt, schaffen wir es. Schafft das nicht? Mal schauen. Wir werden sehen. Auf geht's. Jetzt Match. Er pfeift an. Durchgang 1. Spielläuft Pokalrunde Nummer 2 Bayreuth gegen den VfL Bochum. Mal gucken, ob wir noch einen Favoriten beinstellen können oder und wer so noch dabei ist. Ja, bei Verlust der Bochumer. Muss man wieder ein bisschen auf. Ja, Meier, den wollten wir jetzt gerade so ein bisschen in die Situation verbringen. Der war aber warum auch immer nicht direkt anspielbar. Ja, bloß nicht aufpassen, so bloß aufpassen mit diesen blöden, unnötigen. Sehr gut aufgepasst. Super aufgepasst dort. Ja, was gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. So, Lucia sagt jetzt gerade nach 8 Minuten. Nicht viele Schiris, die da keine Karte zücken. So, warum ist er da jetzt gerade hin? Also, gerade jetzt weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, was passiert. Aha, wir gehalten. Okay. Er hat ein bisschen lange festgehalten. Na gut, dann kann man nochmal eine Mahnung sprechen. Ulrich. Morgala. Lepper. Er bekommt die Unterstützung. Geht mal auf die Außenbahn. Wir bringen den Ball in den Strafraum. Ah, hast du Versuch einer Flanke. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Ne, die Flanke kam nicht an, aber sind ein, zwei Vorschüsse. Ah, schade. Ja, schön dazwischen. Und so haben sie jetzt Ballbesitz. Maja, da kann sich durchsetzen. Parade kommt aber. Bayreuth führt 1-0. Wenn du den Ball so hältst, dann ist das als Keeper schon. Warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Yes! Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Maja, der kann sich ganz durchsetzen. Mit dem super Trick. Gut gehalten, erstmal von Riemann. Dann die nächste Chance. Eckhaft ins kurze Eck. 1-0 für Bayreuth. Ich feier's gerade. Geil. Das wäre eine Mega-Sensation, wenn wir das schaffen würden. Klar, größer dazu, wenn du natürlich die absoluten Top-Teams ausschaltest mit Bayern oder Dortmund oder so. Aber dafür muss. Um das möglich zu machen überhaupt erstmal, muss heute hier dieses Weiterkommen gesichert werden. So, da ist schönes also gemacht. 1-0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Warum ist unter Zugzwang? Der Heckler hat nicht viel getroffen in Mannheim mit per Elfmeter, aber er hat getroffen. Und deswegen ist er vielleicht wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Damm. Mal schauen. Ah ja, kann sich nicht durchsetzen. Da war es auch schon ein bisschen breiter gebaut heute. Aber Eckhoff. Richtig, hat, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Es war kein Foul, das war glaube ich ein Handspiel. Das wäre nämlich gefährlich geworden, wenn er das Ding laufen hätte lassen können. Dominik Heinz. Ballverlust Heinz. Ja, wieder Lambropoulos, der ein bisschen aufpasst da hinten in den Verteidiger. Das ist schon das zweite Mal, den Meier abgekommen. Lis Mousset. Warum über die Seite, über die Regierer reicht der mit Asano. Takumi Asano. Das ist natürlich. Was für eine Chance. Riesenchance für den VfL. Das gibt's doch gar nicht, das sah alles nach dem Ausgleich aus. Ja. Und Kolbe wäre ohne jede Chance gewesen in der Situation. Aber Bochum vergibt die erste große Situation. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Habt ihr jetzt erwartet, dass wir Bochum an die Wand spielen oder was? Dass wir jetzt natürlich ein bisschen wenig Ballbesitz haben, ist klar, aber wir müssen halt unsere die Chancen, die wir so haben, nutzen. Wie bei Eckloff zum Beispiel, der hat seine erste nicht genutzt. Ha, wieder an der Propo, das ist. Gut drauf, der Junge. Der macht hinten seinen Laden erstmal dicht ein bisschen. Janis Horn. Ich krieg den nicht überlaufen oder überspielt. Mit H20. Lis Mousset. Mousset, ja, gut gemacht. Einsatz. Sie spielen steil, gefährlich. Ja, das war schlecht gespielt.
Gamboa. Gamboa. Ja, Bochum versucht natürlich jetzt ein bisschen mit rauszuspielen. Ey. Das schaffen sie auch erstmal. Durchgang, die Gastgeber sind hier im Moment knapp vorne. 41. Minute. Alles noch drin, aber der Drittligist führt gegen den Bundesligisten. Ob sie das nach der Pause bisschen so runterfahren jetzt gerade. Schönes Ding, Ulrich. Eckloff. Meier wurde noch nicht wirklich in der Situation, aber der ist halt jemand, der kann auch ganz schnell da mal vorne reingehen. Abseits. Boah, das war eng. Ja, ja, ist gut, das ist gut. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Herrlich, ich sollte das Pause 1-0. Wie gesagt, der Halbzeitstand für den Drittligisten. Aber jetzt legen wir erstmal eine vielleicht noch Drittligisten. Mal gucken. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. Ja. Also, Lilian Eckler mit der ersten Bayreuther Chance. Die haben gefühlt, ja, nicht die einzige. Es waren, glaube ich, ein, zwei Situationen mehr dabei, aber naja, gut. Es ist jedenfalls erstmal Pause. Und es geht jetzt in die zweite Halbzeit. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Wenn wir das weiter so konzentriert durchkriegen, unser Spiel irgendwie durchziehen, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir schaffen. Erstmal Lemnios. Der muss jetzt ein bisschen warten, weil keiner da mitläuft. Jetzt kommt die Flanke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Klasse Chance jetzt. Meier. Sichere Parade. Und Riemann. Erstmal kommt er durch. Doppelwechsel für den VfL. Die wollen jetzt ein bisschen Frische mit reinkriegen. Mal gucken. Ecke kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht raus. Abwehr macht zu. Heute, Mann. Heute der erste Halbzeit nicht wirklich das. Ja, warte mal. Oh, was macht der VfL Bochum da? Meier! Ja, das ist Meier! Ja, gut gemacht bei diesem Block. Nichts zu sehen, 2-0 in Limbios! Sie erhöhen ihre Führung also auf 2. Bochum schenkt den Ball heute an das 2-0. 55. Herrlich, wie er den trifft. Was ein Fehler des VfL Bochum! Nichts auszusetzen. Gib mal das mal raus und dann dachte er, nö, ich bleib doch hinten und der Meier den nächsten Rebound. 2-0 im Lyons, der auch lange gescholten war und jetzt auch trifft, endlich mal. Also zwei, die eigentlich so ein bisschen raus waren. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeld. Machen wir Doppelpack. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 2-0 steht hier. 2-0 erstmal noch. Guten Eindruck. Also Lemnios auf jeden Fall mit dem 2-0. Das ist super. Das ist ein bisschen beruhigender. Eckloff, Sterner. Super Einsatz! Ja, wie gesagt, der VfL Bochum hat sich sowas von bestraft, damit sich diesen blöden Fehler komplett unnötig raus aus der Partie genommen. Mich freut's. Mir ist es egal. Ich nehm's mit, ich sag danke. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das macht er gut! Eckloff, macht die Entscheidung! 3-0! Entscheidung! Pokalrunde 3 ist! Wer soll bekommen? In den heutigen Tagen, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Sieg Nummer 5 in Folge. Fast schon freuen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Aber der Ball dreht sich noch ins Tor. Ja, im vollsten Tor. Meine Zauber tatsächlich auch den Bundesligisten mit der Truppe. Das Bittere ist, dass viele, viele Spieler geliehen sind. Aber mal gucken, wer weiß, was in Zukunft passiert. Ich kann mal sagen, man holt den einen oder anderen doch noch irgendwie für ihn zurück. Je nachdem, wie viel Geld man jetzt einspielt, ne? Im Pokal kann aber alles möglich sein. Man kann auch sagen, okay, ich kaufe die Spieler irgendwann. Das ist eine klare Angelegenheit. 3-0. Eckloff. So, Ball, jawohl, nach zu Lemnios. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Und das muss natürlich Abschluss geben. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. So, Thomas Thomas geliehen beim Dresden. Kommt jetzt neu in die Mannschaft. 67. Minute. Der nächste Wechsel.
Ja, Meier, wie gesagt, heute zwei quasi mehr oder weniger Assists. Weil er zweimal am Keeper geschüttet ist und der Rebound dann drin war. Takuma Asano. Sie verlieren den Ball. Linios, ja. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ah, oh, Meier Lambropoulos, jetzt, wie gesagt, er hält das Ding jetzt noch ein bisschen zusammen. Aber die Kollegen machen da gerne wieder. Gamboa. Schöner Trick, aber. Erfolgreiches. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. 20 Minuten bis Pokalsensation. Wieder ein Fehler der Bochumer. Aber Bayern hat auch einen kleinen Fehler drin, aber der sagt jetzt gerade, den holen sie sich wieder zurück. Mit viel Körper und Einsatz holen sie sich das Ding wieder zurück. 3-0. Der Vorsprung ist zu klar, das geben sie nicht mehr aus der Hand. Klasse abgefangen, die Flanke. Denke man, der Torwart aber auch hin. Kann definitiv die zweite, dritte Pokalrunde buchen. Dominik Heinz. Ja, gut gemacht, da die Situation. Jetzt ist er auf, davon macht er das Tor. Aber sowas von überhastet. Nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Ja, der hätte eigentlich sogar nur durch weitergehen, da auf den Keeper drauf gehen müssen. Ball in die Sturmspitze. Limnios. Der sich heute ein bisschen... Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Der heute wieder ein bisschen was gezeigt hat. Mal Tor gemacht, schönes Tor gemacht. Jannis Horn. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine so, das ist eine Verletzung, die da vom Bochumer passiert. Ja, ja, das war schon richtig. Andermatt, gelb. Der Eingewechselte. Gerade, aber wie gesagt, 87. Minute, 3 oder so. Hauptsache irgendwie die weiter in die Pokalrunde, in die zweite Pokalrunde gegangen. Alles andere ist erstmal unwichtig. So, was kann ich denn da bringen? Ja, ich bringe die Defensive. Ich jetzt ein bisschen was der George auf die Zentrale. Also für die paar Minuten kann es auch noch spielen. Ja, dann hat gerade wieder eingewechselt, ne? Der darf ja raus. Spielt den Ball kurz. Vassilios Lambropoulos. Ja, wie gesagt, der hat den VfL Bochum ist er da zusammengehalten hinten. Sonst wäre es vielleicht schlimmer geworden, aber. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Ja, Verlust, aber es ist jetzt nicht. Ist jetzt relativ egal. 2 Minuten noch, 1,5 Minuten noch, vielleicht ein bisschen, ein paar Sekunden noch. Aber der Ball ist weg. War Gala. Der zweite Sieg zu 0. Heute steht in der dritten Runde. Sie dürfen sich freuen, denn damit steht der Einzug in die nächste Runde nun fest. Das ist natürlich eine Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass die hier die nächste Runde erreichen? Ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und so ist es im Fußball. Von diesen Geschichten lebt er. Und für die muss nach diesem Auftritt hier, wenn wir das zugrunde legen, was wir gesehen haben, noch lange nicht Schluss sein. Ja, mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Ne? Jetzt kann man natürlich von Bayern, Dortmund, ETC, Gladbach, was auch immer da jetzt kommt, Leipzig. Ja, klar, natürlich die Favoriten. Die könnte man, kann man natürlich jetzt träumen. Und vielleicht gibt es noch ein Schick in die Bayern. Das wäre geil, wenn wir als kleiner Drittliga-Zwerg den großen FC Bayern aus dem Pokal schießen würden. Aber warum nicht? Mal gucken. Die Chance zur Führung. So, gut. Pokalrunde geschafft. Verdient gewonnen. Von den Statistiken sagen, alles andere als gut. Alles andere als schlecht. Wir haben auf jeden Fall hochverdient hier die nächste Pokalrunde erreicht. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Erwartet dich aber auf jeden Fall dran geglaubt. Das läuft jetzt, wie gesagt, das ist in 50 in Folge. Damit kann man auf jeden Fall erstmal ein bisschen beruhigter arbeiten. Ne, der Kleine?
grandioser Auftritt. Klar, der hat heute 2 Tore gemacht, hat super gemacht. Also, wie gesagt, klar, die erste Situation von Meier, so mehr oder weniger vorbereitet. Warum durfte er nicht länger spielen? Der hat kurz vor Ende seine Auswechslung gekriegt. Ganz einfach. Danke für das Gespräch. So. Gut. Damit haben wir es. Nächster Gegner ist dann der Halleche FC. Das seht ihr auch schon rechts. In der am 29.10. Quasi ein bisschen in der Zukunft. Aber das ist, wie gesagt, dann auch Zukunft. Nämlich morgen 14 Uhr kommt die Folge raus. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Ligaspiel.